Hallo und herzlich willkommen zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part wurden wir vom Rest der Gruppe getrennt. Nun sind wir mit Melia auf dem Weg Richtung Thronsaal. Zum Kaiser, nehme ich an. Ja, es müsste so sein. Und der Rest wird wahrscheinlich im Kerker sein. Naja, schauen wir mal, was Melia dort erwartet, ob sie damit durchkommt, die anderen dahin zu bringen. Zum Kopf. Zur Gefängnisinsel. Erste Prinzessin Melia Antikia ist zurückgekehrt, Eure Majestät. Erhebt euer Haupt, Eure Majestät. Die Telesia hat selbst unser dienstältesten Soldaten aufgerieben. Ihr erlangtet den Sieg, wo sie versagten. Es fällt mir schwer, die Gefühle des Stolzes für euch zu unterdrücken, mein Kind. Aber Eure Majestät, ich bin mit keinem der mir anvertrauten Begleitern zurückgekehrt. Meine Unerfahrenheit kostete sie ihr Leben. Wir werden um sie trauern, doch hätte dieses Unglück nicht verhindert werden können. Es war ihre Pflicht und ihre Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Sie waren sich durchaus eurer begrenzten Fähigkeiten bewusst. Mein Kaiser, lernt dieses Gefühl der Enttäuschung zu bewahren. Es wird euch helfen, euch an das zu erinnern, was ihr den Gefallenen schuldet. Eure Majestät, da wir gerade von Schuld sprechen, ich hatte Hilfe von anderen. Die Holmes und der Noppon, die dich in die Kaiserstadt begleitet haben, sie wurden von der kaiserlichen Garde unter Arrest gestellt. Shulk und seine Gefährten? Ja, Grund ist die Waffe, die sich im Besitz dieses Shulks befindet. Shulks Waffe? Meinte das Monado? Also ist es wahr. Sollte sich diese Waffe wirklich als Monado erweisen, dann sind wir gezwungen zu handeln. Wieso? Es gibt eine Legende, weitergegeben über viele Generationen, von einer göttlichen Waffe, dem Monado. Es wird behauptet, dass Bionis selbst die Klinge einem Auserwählten verleiht. Doch falls dieser Auserwählte ein schwarzes Herz besitzt, wird er Vernichtung über die Hohenzia bringen. Unter den Hohenzia gibt es sowohl Gute als auch Böse, und Holmes und Noppon bilden keine Ausnahme. Sollte dieser Junge der Auserwählte sein? Die Befragung durch den göttlichen Seher wird offenbaren, wie er zu uns steht. Ihr habt also vor, sie weiterhin unter Arrest zu stellen? Das müssen wir. Vater, ich meine, Eure Majestät. Ich versichere euch, Shulk besitzt ein reines Herz. Als meine Nachfolgerin wirst du eine Rolle von großer Wichtigkeit spielen. Beruhige dich und beweise Geduld. Ich... Liebste Schwester, ich kann verstehen, dass dich die Worte des Kaisers verwirrt haben. Bruder... Seine Majestät hat gesprochen. Er erkennt dich als rechtmäßige Kronprinzessin an. Du wirst die kommende Herrscherin der Hohenzia sein. Ich und nicht ihr? Ja, der Kaiser bat mich um meinen Rat und ich entgegnete ihm das, was ich nun auch dir sage. Du wirst eine ausgezeichnete Kaiserin sein. Es gibt niemanden, der unser Volk besser führen könnte. Das hast du mit deinem Sieg über die Telesia bewiesen. Ich weiß nicht, was ich... Melia. Aber die Soldaten, ich bin nicht qualifiziert zu regieren. Ich sollte ihre Familien besuchen und sie um Vergebung bitten. Melia, du weißt, dass dir das nicht gestattet ist. Ich weiß, aber so muss ich weiterhin diese Schuld empfinden. Wie der Kaiser schon sagte, trauere um ihren Verlust und behalte ihre großen Taten in deinem Herzen. In deinem Herzen. Das werde ich. Du hast recht, all diese Dinge in Frage zu stellen. Aber sei dennoch stolz auf dich. Der Kaiser hat mit dir eine weise Wahl getroffen, Melia. Ich werde Kronprinzessin sein. Ja, das wirst du.
Das Archiv und das Forschungsministerium unterstützen jeweils die Entscheidung seiner Majestät. Ich, Ministerin Lorissea, habe keinerlei Einwände gegen eure Bestimmung. Ich verstehe. Niemals würde ich öffentlich die Entscheidung unseres göttlichen Kaisers in Frage stellen. Doch der Träger des Monado, der Auserwählte, könnte sich als nützliches Werkzeug erweisen. Ihr denkt dies ebenfalls? Ja. Doch eine bescheidene Untertanin, wie ich es bin, würde niemals seiner Majestät widersprechen. Sollte jedoch der göttliche Seher eingreifen, der Seher könnte Schuld befreien? Sie sollten bereits im Gespräch sein, gerade jetzt. Blöde Vögelköpfe, was haben wir denn getan? Ein Luxusgefängnis ist immer noch immer ein Gefängnis. Was ist mit Melia? Man hat sie nicht mit uns hier eingeschlossen. Genau, sie steckt bestimmt hinter allem. Shulk, was denkst du darüber? Melia wird uns nicht im Stich lassen. Sie hat versprochen, uns zur Gefängnisinsel zu führen. Und sie zählt nicht zu den Leuten, die ihr Versprechen brechen. Na gut, Shulk, du hast gewonnen. Ich glaube dir. Und wenn du Melia glaubst, dann werde ich dir nicht widersprechen. Okay, Shulk alleine? Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte mich zum einen einmal bei allen Leuten bedanken, die immer ständig Kommentare schreiben. Das freut mich sehr. Und vor allen Dingen die Leute, die immer versuchen, mir hierbei zu helfen. Und es tut mir leid, wenn ich dann immer wieder vergesse, gewisse Attacken auszurüsten oder meine Leute nicht auszurüsten. Aber mir fehlt gelegentlich die Zeit. Aber, naja, sobald ich dazu komme, ne, jetzt hätte ich es getan, aber es ging ja nicht. Ich rede jetzt einfach mal mit den Leuten hier. Wir hatten noch nie zuvor Kontakt mit den Nohentia. Vielleicht sind sie nur vorsichtig. Wir wären das wohl auch. Ja, wie gesagt, ne, es ist einfach so, dass ich manchmal nicht dazu komme und heute hätte ich es zwar geschafft, aber es ging halt nicht. Weil sich das Spiel nicht dazu... Naja, ihr wisst schon, es ging halt vom Spiel her nicht. Schulk nicht Stirnrunzeln, gib Falten, Vogelvolk nicht böse. Naja, ich weiß ja nicht, dies kommt doch recht böse rüber. Melias Begrüßungskomitee trug auch diese seltsamen Masken. Was geht hier nur vor? Okay, Ryan noch. Na, hier wird man ja echt freundlich behandelt. Diese Melia, du bist sicher, dass wir ihr vertrauen können? Ja, alle durchgesprochen. Und schon geht's weiter. Ihr werdet nun von unserem göttlichen Seher verhört werden. Tretet zurück. Alvis, was machst du denn hier? Ich verstehe. Deshalb bist du also hier. Geht es Melia gut? Wir wollten ihr wirklich keine Schwierigkeiten bereiten. Nur keine Sorge, sie ist wohl auf. Der wahre Grund, weshalb ihr festgehalten wurdet, hat nichts damit zu tun, dass ihr Fremde seid. Du willst doch nicht sagen, dass... Ganz recht, das Monado. Die Hohentia haben seit vielen Jahren eine Verbindung zum Monado. Seit Jahrtausenden sogar. Überlass alles mir. Ich werde mich darum kümmern, dass man euch nicht allzu lange hier festhält. Wir könnten doch nicht die Retter ihrer Hoheit wie Verbrecher behandeln, nicht wahr? Lasst diese Leute frei. Ich werde die Verantwortung für ihre Taten innerhalb der Stadt übernehmen. Sie sind jetzt Gäste der Kaiserfamilie.
Sir. Ich muss seiner Majestät Bericht erstatten. Andernfalls würde ich euch selbst durch die Hauptstadt geleiten. Nutzt diesen Raum nach eigenem Belieben. Ihr könnt die Stadt erkunden oder hierbleiben und euch ausruhen. Lebt wohl. Warte, Alvis. Ich muss dich etwas fragen. Nur Geduld. Ich weiß, was du zu fragen wünschst. Nur keine Angst. Du wirst es erfahren, wenn die Zeit reif ist. So lässt sich's leben. Also, wohin gehen wir? Hauptsache weg von hier. Ich habe genug von diesem stickigen Raum. Nun gut. Ricky findet Meli für Schulk. Ricky, warte! Eure Eminenz. Was will Wache? Falls du Alvis suchst, der ist fort. Was? Wohin ist er gegangen? Was ist passiert? Wir haben einen Notruf von einer kleinen Einheit erhalten, die einen Transporter am Irrismeer repariert. Doch die Übertragung wurde unterbrochen und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr zu dieser Einheit. Klingt, als könnten sie unsere Hilfe gebrauchen. Schulk und Ricky gehen helfen. Ricky und Freunde helfen Leuten in Not. Selbstverständlich. Wir helfen gerne. Aber ihr seid doch Fremde. Soldatenmann, keine Sorge. Helden von Ricky macht alles wieder gut. Eure Unterstützung wird hoch geschätzt. Wir könnten jede Hilfe gebrauchen. Das Team gefällt mir nicht. Das ändern wir erstmal. Das ändern wir. Hallo, ich möchte das Team ändern. So. Immer der falsche Knopf, ne? Immer grundsätzlich der falsche Knopf. So, Schala kommt dahin. Und da möchte ich Ricky haben. Jo, ich habe meine Bücher nicht gelesen, die ich gekauft habe. Ja. Ist jetzt, das machen wir jetzt mal eben. Denn wir haben noch ein bisschen Zeit. Wo sind die? Hier. Einziges Problem ist, die sind wahnsinnig teuer gewesen. Was wir blank sind, aber wir haben auch eine ganze Menge zum Verkaufen. Nur, jetzt, wo ich die Gelegenheit habe einzukaufen, habe ich irgendwie wieder gar keine Lust mehr dazu. Egal, wir müssen jetzt sowieso erst einmal gucken, wo geht es überhaupt hin? Alkamos, ja. Mission, 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 hallo? Machen wir nicht fertig? Wo soll das sein? Ah, ist ja genial. Naja. Dann würde ich mal sagen, ja, wir gehen erstmal hier raus. Wenn es hier rausgeht. Scheint nicht so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, Leute, ich würde sagen, wir irren im nächsten Part hier ein bisschen weiter rum. Bis dann und ciao, hier war Wollo.